Ja, willkommen zurück und frohes Neues, auch 2023. Ihr kennt das mit den Hoffnungen und den Wünschen zum neuen Jahr. Die sollte man auch nicht aufgeben, auch politisch nicht. Aber in diesem Lobbyland muss man sich schnell von den Illusionen verabschieden, dass es in dem Bereich besser werden würde. Das zeigen uns auch schon wieder zwei neue Skandale. Hatten wir im Dezember noch mit der EU zu tun, an höchster Stelle. Geht es jetzt wieder zurück nach Deutschland? Ein Rechercheteam von NDR, WDR und SZ, zum Beispiel nachzulesen jetzt auch unter tagesschau.de, hat 1000 Seiten durchforstet. Und zwar, was die Zusammenarbeit beim PCR-Test zwischen Laboren, großen Laboren und dem Gesundheitsministerium angeht. Und siehe da, sie sind natürlich fündig geworden. Ich glaube, immer wenn man 1000 Seiten durchwälzen würde, wird man fündig. Das ist das Schlimme in diesem Lobbyland. Und zwar sind sie fündig geworden, dass es da nicht nur Kontakte gab, sondern klare Beeinflussungen dieser Labore, was das Gesundheitsministerium und dem Chef Jens Spahn angeht, den wir ja schon kennen aus anderen Lobbyzusammenhängen, zum Beispiel Sponsorenessen. Ja, was soll ich sagen? Mich wundert es nicht, aber vielleicht nochmal zu den Zahlen. Also normalerweise müssen solche Labortests kosten ungefähr 20 Euro, bei anderen Tests vergleichbar. Und bei PCR-Tests hat man aber 50, also 49 Euro angesetzt. Und selbst als das Ministerium diese Kosten mal herabsetzen wollte, gab es wieder eine Intervention dieser Firmen, zum Beispiel Sonic Healthcare. Und siehe da, das Ministerium geht darauf ein und die Kosten wurden nicht herabgesetzt. Genauso wurde Gruppen wie Tierärzten, die diese Tests auch durchführen konnten, das verwehrt, auch auf Druck von diesen Laboren. Und komisch, dass diese Labore dann zum Beispiel in einem Jahr ihre Gewinne zum Teil verdreifachen konnten. Das geht natürlich am Ende auf Kosten der Bevölkerung und die, die es dann wieder zahlen müssen. Ja, ich bin gespannt, aber wahrscheinlich wird schnell wieder da nicht mehr drüber geredet und es wird vor allen Dingen keine Konsequenzen geben. Es wird wahrscheinlich auch keine Konsequenzen geben beim Kollegen Lindner. Der hat einen Kredit einer Bank erhalten und kurz darauf dort einen Vortrag oder Grußwort gehalten und hatte dann nochmal irgendwas mit dieser Bank zu tun. Jetzt hat die Staatsanwaltschaft ja noch kein Ermittlungsverfahren, aber so ein Verdachtsfall, dem sie jetzt nachgehen. Jetzt wird also geprüft, ob seine Immunität aufgehoben wird. Ja, am Ende wissen wir ganz genau, wie es läuft. Natürlich kriegt er nicht den handelsüblichen Kredit. Und natürlich tun sie sich da gegenseitig Gefallen. Aber am Ende wird man das nicht nachweisen können. Oder nur wirklich durch Zufälle vielleicht. Und dann war es einmal in den Schlagzeilen und dann ist es weg. Deswegen ja, sagt er ja auch, der geht da ganz gelassen jetzt an die Sache ran. Kann er auch, wie viele andere, wie die auch mit den Maskendeals. Selbst wenn es rauskommt, am Ende werden sie nicht bestraft. Ich nenne das Korruption. Und nichts anderes ist es, wenn Minister, Staatssekretärinnen, Abgeordnete entweder sozusagen ihr Amt missbrauchen, um sozusagen Geschäfte zu tätigen, oder wenn sie sozusagen in Verbindung mit Lobbys, mit Profitlobbys Geschäfte machen oder sozusagen etwas vergünstigt, geschenkt oder wie auch immer von Lobbys bekommen und da natürlich eine Gegenleistung für erbringen. Vielleicht nicht immer in deren, im direkten Zusammenhang, aber diese Gegenleistung gibt es. Und das zeigen meine Erfahrungen im Bundestag ja ganz klar. Und deshalb ist es so unglaublich wichtig, erstens, dass es solche Rechercheteams gibt, die zumindest das mal aufdecken. Aber das reicht eben nicht. Sondern neben der Aufdeckung muss es endlich die klare Bestrafung geben. Es muss klare Regeln geben, was man darf und was man nicht darf. In jener Firma gibt es das. Für jeden gibt es das. Wenn jemand sozusagen, jemand, der Verkäufer, Verkäuferin ist, irgendwas mitgehen lässt oder sich ausleiht von seinem Unternehmen, von seinem Betrieb, dann wird sofort entlassen. Für Politiker gilt das nicht. Und da müssen wir den Riegel vorschieben. Und deswegen ist auch die Initiative Lobbyland so wichtig, weil wir versuchen aufzudecken, wir versuchen das deutlich zu machen und immer stärker auch ins Bewusstsein zu bringen. Und wir haben auch einen Kodex, der sozusagen sehr deutlich machen soll, was Politiker dürfen, was sie nicht dürfen. Hast du Lust, dich da zu engagieren? Dann melde dich doch unter www.lobbyland.de oder eben
team@lobbyland.de kannst du uns anschreiben und mithelfen. Wir brauchen jeden, der da mitmacht.